Herzlich willkommen zurück zu einer großartigen, niegelnagelneuen Montagsfolge Let's Code Octo Awesome. Wir sind in einer neuen Woche. Frisch, fromm, fröhlich, frei mit einer funktionierenden, oder zumindest halbwegs funktionierenden Octo Awesome Version und dem neu errungenen Verständnis für Binäroperationen, so hoffe ich doch, die ich in der letzten Folge so ein bisschen rumgestammelt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das cool ist. Also, ich erwarte immer noch eure Kommentare, sollte das Mist sein und wir müssen das nochmal machen. Überhaupt gar kein Problem. Dann werde ich mir aber vorher nochmal Gedanken machen, wie man das am geschicktesten, am schnellsten irgendwie rüberbringt. Weil ich habe jetzt ein bisschen rum... Ach, egal. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten in der letzten Folge, ja mal abgesehen von der kleinen Exkursion ins Binärsystem, mal kurz geguckt, was denn alles kaputt ist an unserem System. Und ja, wir haben festgestellt, ein paar der Chunk-Renderer rendern nicht. Das werden wir mal gucken. Und ja, ansonsten glaube ich, sollten wir mal das adressieren, was wir in der letzten Folge ja besprochen haben, nämlich dem Adressierungssystem der Chunks, weil das natürlich aktuell ganz gut funktioniert, weil wir mitten auf dem Planeten sind, aber nicht funktionieren wird an den Planetenrandgrenzen, also der Datumsgrenze, wie wir es so schön nennen. Und deshalb sollten wir uns das mal im Konkreten anschauen. Das machen wir mal einfach. Zuerst muss ich mal rausfinden, wo unser Adam... Ach, ihr seht das ja wieder gar nicht. Moment, ich mache das mal größer. So. Wo unser Adam überhaupt startet, damit wir den Effekt auch mal kurz prüfen können. Wo wird denn der Adam instanziert? Ich weiß gar nicht. Beim iPlayer-Controller. Das ist alles schon so lange her. Das ist alles schon so lange her. Ich erinnere mich nicht mehr. Wir sind... Map Generator brauchen wir nicht. Wir brauchen die ganzen Manager nicht. Eigentlich den Actor Host. Der hostet doch eigentlich den Player. Wo kommt denn der Player her? Da kommt der Player her. Da ist der Player. Ja, wo ist der Player? Da ist der Player. So, der kommt da hin. Inject. Und hier wird er erzeugt. Sehr schön. Ist das so? Load. Okay. Load. Ach, Load, ja, sorgt dafür, dass der geladen wird, falls er existieren sollte. Ansonsten wird einfach ein neuer Player erzeugt. Okay, ich verstehe. The new player. Gucken wir mal, wo der landet. Der landet nämlich in der Koordinate, die wir gerade überhaupt nicht gebrauchen würden, könnten. Ich würde den einfach mal zum Spaß an die Datumsgrenze stellen und dort das ganze Ausmaß der Verwüstung mal anschauen. Weil dort wird es natürlich jetzt besonders gerne explodieren. Dort existiert nämlich nichts. Sind wir nicht ganz so fies, setzen wir den mal auf 10, 10. Die Höhe weiß ich nicht, müssen wir ausprobieren. Und starten mal das ganze Ding. Ich muss natürlich vorher noch den Player Cache quasi löschen. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, wir sind an der Datumsgrenze und wie ich es erwartet habe, ist hier einfach ein Loch. Das ist super. Da drüben geht es weiter, aber wir haben diese große Schneise aus nicht existierenden Blöcken und eigentlich sollte ich da auch runter. Da sind aber Blöcke. Ach, das liegt ein bisschen daran, dass die Kollision mit anderen Koordinaten, aber nee. Eigentlich sollten da jetzt keine Blöcke sein. Weil das ist die Datumsgrenze hier. Ist das auch richtig? Nur um sicher zu sein, nochmal kurz hier. Dieser Block hier ist 0070. Okay. Aber dieser hier ist... Lass uns mal kurz recherchieren. Recherchieren, wie die Planetengröße eigentlich sein sollte. Paul, ich möchte die Renderer erst später machen, weil die noch in ein anderes Problem reinlaufen. Nämlich die Tatsache, dass die... obwohl, du hast eigentlich recht. Ah, da hinten geht es auch noch weiter. Die Tatsache, dass die Höhenchunks noch nicht richtig geswitcht werden. Da müssen wir, glaube ich, noch eine kleine Veränderung machen. Auf jeden Fall reißt hier die Welt auseinander, wie wir sehen. Und theoretisch sollte sich das auch durch... Tut es aber nicht. Wir sollten die Renderer zuerst reparieren, wie Paul das sagt. Okay, also versuchen wir das mal. Sonst sehen wir nämlich nichts. Das ist alles tatsächlich richtig, weil im Moment arbeitet unser... Kollisionskonzept anders als die Renderer. Deshalb sollten wir mal sicherstellen, dass das konsistent bleibt, damit wir eine bessere Chance haben zu debuggen oder überhaupt zu interpretieren, was da passiert. Okay, also machen wir das zuerst. Das wäre
Ich habe das ja schon mal versucht. Ich hoffe jetzt nur, dass ich das halbwegs hinkriege. Dadurch, dass eben diese Limitierungen jetzt nicht mehr existieren. Der Chunk-Renderer ist hier. Und hier gibt es ja die berühmte Stelle, wo wir den Chunk setzen. Da kommt hier nur eine Koordinate rein. Der Chunk hier, also hier gibt es mehrere Informationen. Einmal die Position, die wird hier gesetzt. Dann gibt es diesen Chunk Loaded, der wird automatisch auf False gesetzt. Das ist nämlich effektiv der Flag dafür, dass die Vertex-Informationen geladen wurden. Was ein Hotfix auf GitHub, das mache ich nach der nächsten Folge. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich kriege die gar nicht mehr mit, ich kriege keine Notifications für Hotfixes. Das ist ein bisschen doof. Weil dann wäre das, glaube ich, alles nicht so durcheinander. Naja, anyway, ich mache jetzt mal hier einfach mal. Wir analysieren das Problem erstmal. Ich glaube, das mit dem Chunk-Renderer wird in dem Hotfix auch nicht gefixt. Glaube ich. Wer auch immer den gemacht hat. Gut, also. Und der Chunk, das ist die effektive Referenz auf den Chunk. Die ist null. Gut, und dann geht der ganze Spaß los. Letztendlich haben wir irgendwo die Update-Methode. Das ist die. Es gibt ja diesen Loop, den ich jetzt erstmal finden muss. Das ist alles so lange her. Ach. Der Loop ist in der Scene-Komponent, wenn ich mich recht erinnere. Dort haben wir ja diesen Background-Worker, hoffe ich, der nichts anderes tut, als diese noch nicht gerenderten Chunks oder noch nicht generierten Chunks irgendwie in den Griff zu kriegen. Hier haben wir übrigens immer noch dieses Indexsystem über XYZ, vermute ich. Und ich muss mir ein bisschen orientieren, einen Moment. Hier haben wir immer noch den Array über Chunk-Renderer, das ist klar. Und ansonsten haben wir da noch nichts. Also da kommt später auch noch der Octree. Das ist ja das, was Matthäus uns vorgeschlagen hat, um die Chunk-Renderer ein bisschen smarter zu sortieren. Der Octree würde uns dann helfen beim Ausgrenzen, welche Chunks sichtbar sind, welche nicht. Und vor allem beim Sortieren der Entfernung. Das würde der Octree für uns machen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir das hier speichern, wird wahrscheinlich nachher sowieso irgendwann ersetzt werden. Aber was ich eigentlich machen wollte, ist dieser Update-Mechanismus, an den ich mich jetzt überhaupt gar nicht mehr erinnere. Ach du Scheiße. Hatten wir den nicht hier drin? War der nicht hier drin? Fehlchunk-Renderer, das ist es doch. So, der durchläuft jetzt nämlich alles. Durchforstet diesen Shift, das ist alles ganz toll. Aber viel interessanter ist die Stelle, wo. Er versucht herauszufinden, nämlich hier, ob ein Update gebraucht wird oder nicht. Das entscheidet sich, jetzt muss ich mal nachschauen, entscheidet sich auf genau dieser Basis hier. Also das Update triggert, also wenn das hier true zurückliefert, dann wird im Prinzip einfach nur dieser Regenerate Vertex Buffer aufgerufen, glaube ich. Die Koordinaten werden neu gesetzt. Ja, genau. Und hier unten dann der Regenerate Vertex Buffer. Das heißt, das Ding hier. Ah, das ist eine gute Frage. Das Ding hier wirft ja jetzt automatisch. Nein, wo sind wir denn? Hier automatisch false zurück, wenn der Chunk null ist. Aber der ganze Kram hier vorher schon passiert ist. Oh Mann, oh Mann. Okay, also hier haben wir eine Koordinate gesetzt. Das wird passieren. Chunk loaded wird. Wann wird das denn gesetzt? Wahrscheinlich hier. Okay, das heißt, die Stelle ist für uns wichtig. Wenn wir hier nämlich einen Chunk Position gesetzt haben, dann geht es hier weiter. Wenn er nicht geladen wird, dann holen wir uns den aus dem Cache. Und jetzt ist die kritische Stelle, nämlich da müssen wir jetzt mal prüfen, ob da null zurückkommt oder nicht. Und das ist eigentlich auch die kritische Stelle, an der ich mir nicht ganz sicher bin, ob das am Ende wirklich richtig funktioniert, weil der Chunk uns auch null zurückgibt, wenn die Adressierung außerhalb des Raums ist. Also theoretisch müsste ich jetzt hier mal sowas machen. If Chunk immer noch null, dann müssten wir hier eigentlich einen Return machen. Das heißt, der Regenerate Vertex Buffer hat an der Stelle nicht funktioniert, ist aber nicht weiter schlimm. Wir gehen einfach zurück
Und bei der nächsten Prüfung, ob wir hier ein Regenerate brauchen, wird wieder True zurückkommen und der nächste Versuch wird gestartet. Also theoretisch müsste das hier schon funktionieren. Allerdings habe ich das, glaube ich, schon mal versucht und dann einen Deadlock verursacht hier in dem Zusammenhang. Machen wir das mal. Genau, da hat man nämlich dieses Phänomen. Das, ja, ist ein bisschen doof, weil letztendlich die Ursache dafür, das hatten wir ja auch bei der letzten Folge nochmal debuggt, ist die Tatsache, dass wir hier sehr wahrscheinlich einen Chunk anfordern, der ohnehin außerhalb des Bereichs ist. Und die Scene hier an der Stelle, die Active Renderer, glaube ich, nicht der Reihe nach durcheiert, sondern der Entfernung nach. Und deshalb. Da war irgendwas. Mich kurz nachschauen. Ich dachte, ich hätte hier irgendwo einen Break drinnen. Aber offensichtlich durchlaufe ich sie doch alle. Na, das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Also letztendlich läuft es darauf raus, dass wir hier in einem Deadlock landen. Ich würde mal kurz das Ding starten und mal kurz reinschauen, was der aktuelle Code so macht. Und da würde mich vor allem der Background Loop interessieren. Das ist dieser hier. Da machen wir mal einen Breakpoint hin und schauen, was passiert. So, also Fill Chunk Renderer. Versucht rauszufinden, wo wir sind. Bla bla bla. Versucht rauszufinden, ob wir ein Shift hinter uns haben. Haben wir nicht. Und fängt jetzt an, die Chunks. Der Reihe nach durchzulaufen. Das ist alles easy. Da spricht gerade überhaupt nichts dagegen. Need Update wird wahrscheinlich drauf rauslaufen. Wir haben eine Position. Ja, die wurde gesetzt. Der Chunk ist schon geladen. Der Chunk ist auch da. Und alles ist gut. Hier brauchen wir kein Update. Das ist ein interessantes Phänomen, weil eigentlich haben wir gerade überhaupt gar nichts gesehen. Paul fragt gerade, ob wir für die Chunk-Renderer auch so ein Ja wollten. Ja, aber du wolltest ja erst reparieren. Du wolltest ja erst sichtbar machen. Also Paul schlägt gerade vor, dass wir da auch so einen Ringpuffer verwenden. Sollten wir tun, natürlich. Unbedingt sollten wir das. Der Ringpuffer würde uns in dem Zusammenhang aber Schwierigkeiten machen, weil dann würden wir ja auf jede Position des Ringpuffers einen Chunk-Renderer setzen und bei einem Shift würde sich ja die. Oha. Okay, jetzt. Ja, doch, 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 das können wir machen. Das können wir machen. Das heißt, wir müssen das komplette Chunk-Renderer-Konzept eigentlich nochmal über den Haufen werfen. Im Moment haben wir ja. Im Moment ist die Vorgehensweise, dass wir anfangs eine definierte Liste von Chunk-Renderern produzieren. Das passiert im Konstruktor hier. Die Menge an Chunk-Renderer wird definiert durch die Kombination der View Range. Und ich würde den Parameter sowieso gerne ersetzen. Paul sagt, new is always better. Weiß ich nicht. Never change a running system, aber es läuft ja nicht in der Tat. Und der dritte Parameter, den könnten wir abhängig machen davon, wie hoch der Planet ist, zum Beispiel. Und dann würden wir im Prinzip immer die vollständige Höhe des Planeten rendern. Das fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, aber der Rest wird definiert durch die View Range. Und die View Range ist im Moment eine Konstante, die hier festgelegt wird. Und wenn ich mich recht erinnere, hatten wir sogar in der App-Config irgendwas definiert. Dadurch, dass wir Leuten erlauben wollten, das dynamisch zu erstellen oder verändern, haben wir das hier reingemacht. So, das ist übrigens Punkt 2 auf meiner Liste. Deshalb, Paul, also ja, das ist schon hier. Das sind die beiden Punkte hier, die sollten wir noch definieren. Dann fassen wir es da an. Das ist mir eigentlich ganz recht. Dann fangen wir von vorne an, dann haben wir gleich keine lauffähige Version mehr, aber das finde ich nicht so schlimm. Was wir im Moment haben, ist nämlich eine View Range und ich gehe davon aus, dass das Teil des Problems ist. Wir haben eine View Height von 5. In der Erzeugung dieser Chunk-Renderer produzieren wir hier also 11 Chunks in Höhe. Wenn ich mich aber recht erinnere, ist der Planet nur 5 hoch.
Mal kurz ein Reload. Der Planet hat aber eine Höhe von 5, in der Tat. Das heißt, 6 von 11 Layern sind untätig. Das ist also auch eine Performance-Frage am Ende des Tages, die wir eigentlich rausrationalisieren könnten. Wir sollten das machen. Seid ihr bereit für einen ultimativen Umbau? Diesmal bin ich aber alleine. Diesmal kann ich mich nicht hier zurücklehnen und dem Paul beim Arbeiten zuschauen, sondern jetzt muss ich es alleine machen. Aber ich halte das für die richtige Entscheidung. Gut, also bauen wir alles radikal um. Meine kleinen Schrittchen sind manchmal ja auch ein bisschen blockierend. Ne? Wenn ich immer nur versuche, in 20-Minuten-Schritten irgendwas hinzukriegen, dann ist der natürlich am Ende immer ein bisschen schwierig. Okay, dann einigen wir uns aber hier beim Array der Chunk-Renderer gleich auf ein vernünftiges System. Wir müssen dazu aber einen Schritt weiter gehen. Leider. Hey, Fülle! Servus! Ich habe dich bisher noch gar nicht gesehen. Wir müssen dafür aber einen Schritt weiter gehen, nämlich bei den Planet Sizes müssen wir auch schon dafür sorgen, dass da die richtigen Koordinaten kommen, weil wenn wir jetzt ein Adressierungssystem auf Bit-Ebene hier machen wollen, dann haben wir leider das Problem, dass der Planet ja natürlich, oh Gott, nee, ich will nicht alles wegschmeißen, Paul, keine Sorge, ich will nur von Anfang an das hier nochmal richtig adressieren, das macht schon alles Sinn. Die Megabaustelle beginnt, sagt Bär 3. Bär erinnert mich immer an Berlin, weil der Berliner, weiß schon, Flughafen und so, mit der großen Baustelle, deshalb passt das jetzt gerade so gut. Bei GTI Plus? Was ist denn GTI Plus? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, das zu machen. Weil wir nachher beim Adressierungssystem in unserem Array natürlich auch gleich. Schwierigkeiten kriegen könnten. Also, wenn wir das mit dem Array machen, dann sollten wir hier einen zweistufigen Array machen, der. Paul, traust du mir das nicht zu? Nein, das mache ich schon. Keine Sorge. Ich überlege nur gerade einen effizienteren Weg, weil wenn wir die Höhe, nämlich das hier, abhängig machen von der Planetenhöhe, die Planetenhöhe aber im Moment noch nicht eine Potenz von 2 ist, sollten wir, und selbst später, wenn das eine Variable ist, dann haben wir immer noch das Problem, dass die Höhe nicht gewrappt wird. Also bei X und Y ist es ja so, dass wenn wir links rauslaufen, rechts wieder reinkommen. Dann funktioniert das mit dem Ringpuffer super, aber das mit der Höhe eben nicht. Die Höhe macht uns in dem Moment jetzt auch Probleme, weil wir haben jetzt irgendwie 11 Chunk-Renderer, aber nur 5 Chunks. Und wenn jetzt die View-Range des Players nach oben rausgeht, dann verwenden wir die oberen Chunks einfach gar nicht. Und das will ich gerne verhindern. Ich möchte diese Chunks gar nicht erst erzeugen. Die Chunk-Renderer. Deshalb würde ich das außer Konkurrenz lassen. Ich würde also aus dem Ding hier das hier machen und würde hier vorne die Bit-Adressierung per X und Y machen und hier hinten eine fixe, oder eigentlich kann man das sogar so machen, und hier hinten die fixe Höhe des Planeten als Koordinate reinnehmen. Das würde die ganze Sache ein bisschen entschärfen, weil wir dann in der Höhe flexibel bleiben. Dann kann der Planet 5 oder 10 oder 13 hoch sein, das ist egal. Weil die Adressierung dann trotzdem noch funktionieren wird. Das wird uns beim Octree vielleicht ein bisschen Ärger machen, aber nicht beim Generieren der ganzen Sache. Also ich würde, sofern hier jetzt keiner einen radikalen Widerspruch sieht, das vielleicht auf diese Art und Weise machen. Dann würde die View-Height nämlich rausfliegen als Parameter. Vollständig. Wenn man unterirdisch ist, dasselbe Mist. Also ich würde mit dem Verfahren jetzt die vollständige Säule immer laden. Was aber nicht wirklich schlimm ist, weil im Moment haben wir, wie gesagt, die vollständige Säule dieses Planeten wären 5 Chunks. Und 5 Chunks, ich habe das vorhin ausgerechnet, ich erinnere mich nicht mehr, aber ich sollte den Calculator unbedingt offen halten. 5 Chunks enthalten 160 Blöcke. Das ist im Moment unsere Planetenhöhe. Wir haben aber 11 Chunks adressiert für die, also Chunk-Renderer adressiert. Das heißt, 6 sind immer untätig.
6 pro Säule. Wir haben aber eine Viewrange von 21 mal 21. Das heißt, im Moment, also jetzt nur mal um die Performance wieder ein bisschen ins Boot zu holen, im Moment benutzen wir von diesen 4.500 Chunk-Renderern, die wir haben, 2.500 überhaupt nicht. Was aus Performance-Sicht vielleicht ein bisschen Banane ist. Also im Moment laden wir sowieso auch die vollständige Säule. Und die Frage ist natürlich, wie hoch wird ein Planet irgendwann mal sein? Möglicherweise werden wir, wenn wir mit 1024 32 Chunks in der Höhe haben. Und dann laden wir halt 32 Chunk-Renderer nochmal pro Säule. Vielleicht können wir das später sogar zusammenfassen. Also, dass wir dann einfach einen Chunk-Renderer für die komplette Säule nehmen. Das würde dann nämlich wieder optimieren, wenn es im Bodenbereich überhaupt nichts gibt. Aber im Moment malen wir ja trotzdem noch die komplette Chunk-Grenze und benutzen das als eigenständigen Vertex-Buffer. Das heißt, es ist dann nochmal ein Draw-Call auf die Grafikkarte. Wenn wir aber irgendwann die komplette Säule rendern und im Untergrund vielleicht mal ein oder zwei Höhlen sind, dann würde sich das vielleicht lohnen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich würde mir nur gerne den Weg offen halten. Und das würde ich tun, indem ich das hier so mache. Also ich hoffe, ihr seid alle damit einverstanden. Dann würde ich, ich baue jetzt einfach mal radikal um. Dann würde der hier rausfliegen. Das knallt an vielen anderen Stellen auch, nämlich da, wo wir das nämlich verwenden. Ich gucke gerade die Stelle raus, wo ich das aus den Settings rauslade. Das wird aber nirgends der Fall sein. Ich habe jetzt natürlich das große Problem, dass mir die Zeit ein bisschen davonläuft. Weshalb wir versuchen, das mal ganz schnell in den Griff zu kriegen. Also die Höhe fliegt raus. Und hier haben wir plötzlich einen Chunk-Renderer auf zweidimensionaler Ebene. Das heißt, wir machen das so. Erstmal die View-Height ersetze ich durch die Planet Size Z. Sind da die Chunks drin oder die Größe in Chunks? Okay, alles klar. Das hier würden wir dann noch ein bisschen optimieren. View Range würden wir dann eine Power of 2 draus machen. Vorerst werde ich es mal als fortlaufenden Array lassen. Und die Adressierung, jetzt hoffe ich, dass wir uns da nicht allzu groß verzetteln, würde ich im Prinzip so machen. Okay, ja, da kommt ein neuer Chunk. Length wird hier nicht funktionieren, dadurch, dass es ein zweidimensionaler ist. Das heißt, ich habe getLength auf Nullachse. Und im Prinzip brauche ich hier erstmal, das werden wir gleich noch optimieren, eine zweite Schleife, die das Ganze dann nochmal innerhalb des hier macht. getLength auf 1. Ich versuche nur hier gerade wieder eine lauffähige Version, zumindest so gut, wie es halt vorher ging, hinzukriegen. So. Distances weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau, was das hier eigentlich sollte. Planet Size Z. Ich hoffe, ich mache nicht alles kaputt jetzt. Ich weiß nicht, warum die Farbe des Bots verändert ist, Julian. Du hast ihn unter Kontrolle, nicht ich. So, dann gibt es hier noch ein paar rote Stellen. Mal gespannt, ob wir das jetzt noch in den Griff kriegen. Auf die Gefahr hin, dass das gleich alles explodiert. Ich werde es euch eh nicht mehr in der Folge zeigen. Okay, ab jetzt wird's. Hier kommt diese berühmte Stelle, wo wir das aktiv auf Null setzen. Und dann haben wir natürlich. Ach so, aber das ist der Planet Index. Das ist ja okay. Na ja, gut. Lassen wir das mal. Also, wenn der Index kleiner 0 ist, ist das in Ordnung. Und größer Planet Size, dann kriegen wir da eigentlich auch keinen Ärger. Ja, nicht Player, sondern Planet. Size Z. So, das müsste jetzt auch fast sogar wieder kompilieren, ne? Hm?
Das ist die Stelle, wo wir das aus den App-Settings rauslesen. Das wäre quasi hinfällig. Der Resource Manager. Cache Size, nutzen wir das noch, Paul? Ich bin mir da echt nicht sicher. Sollte ich mitlesen bei euch? Wer könnte Fachwissen und so? Ach, Antero, nee, ich glaube nicht, dass der an der Stelle uns jetzt wirklich groß weiterhelfen wird. Außer mich zu stressen mit Nein, Tom, nein. Weiß nicht so recht. Schon okay. So, was ich eigentlich machen wollte, war hier die Cache Size festzulegen. Dann nehme ich einfach Planet. Ach so, die kenne ich an der Stelle nicht. 5. An die Cache Size müssen wir früher oder später sowieso noch ran. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt noch nutzen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. So, dann kann das hier im Prinzip auch raus. Aber das wird ja eh nicht benutzt. Dann lassen wir es mal drin. So, kompiliert das jetzt noch? Das wundert mich, weil eigentlich sollte doch bei der for each. Was passiert denn bei einer for each, wenn ich zwei Dimensionen habe? Wird das trotzdem noch durch alle durchgeeiert? Ich bin mir da nicht sicher. Schauen wir mal. Queue is empty. Okay, da funktioniert jetzt natürlich die Anzahl der Chunks nicht. Das ist natürlich doof. Hier haben wir ja fix ausgerechnet, wie viele denn letztendlich arbeitslos sind. Die Rechnung ging hier ja 1 zu 1 auf und das haben wir jetzt natürlich nicht. Das ist blöd. Okay, jetzt geht natürlich diese ganze Rechnung nicht mehr auf mit dem. Okay, also, okay, das wird jetzt in dieser Folge nichts mehr. Ich werde in der nächsten Folge versuchen, das Adressierungssystem der Chunk-Renderer radikal zu verändern und dir dieses zweidimensionale Konzept bzw. die Bit-Adressierung zu nutzen. Und dann, ne, sollte das eigentlich relativ schnell wieder in den Griff zu kriegen sein. Na gut, das sehen wir gleich morgen wieder. Wenn es denn heißt, let's code Octo-Awesome in einer. Nee, Runde wollte ich jetzt gerade sagen, aber 230 ist noch nicht rund. 255 wäre rund. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es dann heißt, let's code Octo-Awesome.